gibt's ja auch keine Möglichkeit mit dem Ding, oder? Ich komme ja nicht. Na, hallo? Ja, weiterhelfen. Kann mir, wie es aussieht, auch niemand. Also an dieser Kammer sitze ich jetzt schon sehr lange. Und es macht trotzdem noch Spaß. Portal 2 macht ja aber insgesamt Spaß. Doch. Vielleicht kann man den Strahl... Muss man den Strahl auch... Anders? Boah. Dass ich da nicht früher drauf gekommen bin, das ist doch klar wie Kloßbrühe. So, jetzt werden sich einige denken, hallo, was macht der? Ist der verrückt? Andere werden sagen, oh, der ist ja ein Genie. Dass ihm das so schnell aufgefallen ist. Ich habe die Mausempfindlichkeit auch, Mausempfindlichkeit oder so, wie man das auch immer nennt, ein Stück hochgestellt. Ich habe ein komisches Gefühl wegen der Überraschung. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Die Eltern, die Sie anrufen möchten, lieben Sie nicht. Legen Sie auf. Ach, schade. Aber eindrucksvoll. Vielleicht waren Sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. Schade, schade. Warum Telefongesellschaft? Ach du meine Güte, wo geht's denn jetzt hin? Hey, wie geht's? Wo? Ich hab mich wieder in die alte Nanobot-Riege eingeschleust, die den Schacht neu aufbaut. Die sind winzig klein darum. Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mach grad Pause, Kuppel. Pause. Ah! Alter, durch, nur noch fünf. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry, wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Pack. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du, halte durch. Noch fünf Kammern. Und dann? Was ist dann? Das kann ja nicht sein, dass das Spiel dann rum ist, oder? Du kennst doch die alte Formel. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Mhm. Da oben ist ein Würfel. Es spielt mir gleich Musik um die Ohren. Das ist natürlich auch sehr schön. Da hat sich was aufgebaut. Was ist das? Ach, okay. Eine Stelle, wo ich nicht unbedingt schnell hinkomme. Ach du meine Güte, ist ja alles dreckig. Natürlich geht das nicht. Komme ich da nicht dran? Oh, da ist doch ein Würfel. Was bin ich denn? Ich bin die ganze Zeit so blöd. Ich bin nicht konzentrationiert. Oder so. Ach so, da ist noch... Kann man das auch selbst kaputt machen? Nein, ich glaube nicht. Komme ich dorthin? Nein. Lassen wir das erstmal so da stehen. Oder wir machen das... Ich glaube, das aktiviert irgendwas. Ich hoffe es doch. Das irgendetwas aktiviert. Und dann will ich mal... Okay, nicht so, sondern so daran. Jetzt muss ich nur noch treffen. Ach so, da ist Nummer 1 ist aktiviert. Wie soll man dort hoch? Ah, ich weiß wie.
Ja. Ich laufe noch schön drauf zu. Ja, gut. Ja, toll. Da oben komme ich ja schlecht hin. Den Würfel will ich. Hä, was ist denn das? Ach. Hier ist der Eingang für die Kammer. Und was ist das da hinten? Pixel genau treffen geht nicht. Gut. Da ist noch ein Würfel. Wollen die mich mobben? Nö, ich weiß nicht, wie man an die drankommt. Ach. An den Würfel komme ich jetzt dran. Und an den anderen? Keine Ahnung. Komme ich wenigstens da hoch, dann wäre das alles ein Stückchen leichter. Das ist keine Wand. Alter. Oder Junge, falls ihr weiblich seid. Und jung. Ach. Da oben komme ich immer noch nicht dran. Ist da irgendwas? Natürlich nicht. Eine schwierige Geschichte. Hier komme ich da unten vielleicht irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Also die kann man, die überfordern mich gerade. In meinem jetzigen Gemütszustand oder so. Kann ich mich da wirklich nicht dran backen? Ich könnte den... Ja, dann... Erstmal die. Oder geht das nicht? Nein, das geht natürlich nicht. Ich muss natürlich... Alter. So eine Überlegung ist schwer. Bringt das was? Kann man den auch irgendwie umschmeißen? Natürlich nicht. Was? Natürlich sind nur oben die Wände. Gibt es da nicht noch irgendwo noch so ein Laser oder so, mit dem ich dann rummontieren kann? Ich weiß es nicht. Ich bin überfordert. Okay. Das klappt, glaube ich, nicht. Oder doch, es könnte vielleicht klappen, wenn ich mich geschickt ranstelle. Ich habe ihn. Und das bringt mir was. Ja. So viel. Ach so, oder? Geht das nicht? Nein, es geht ja nicht. Wenigstens habe ich jetzt mal alle Würfel. Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich diesen Laserstrahl dort hinten hinbekomme. Ist da irgendwo noch eine Platte, die ich nicht sehe oder so? Ah. Und wie soll ich die da raufbringen? Kann ich ja schlechter draufschmeißen, oder? Aha. Wir sind aber schon mal einen Schritt weiter. Geht da
Muss das noch höher oder? Ja, wir sind einen Schritt weiter. Wir haben noch einen weiteren Kubus. Jetzt liegt der oben oder was? Ja, der liegt natürlich oben. So, dann probieren wir es mit dem auch mal. Und wenn nicht, dann probieren wir es halt dort hinten mit drei Kubussen. Natürlich ist das viel zu weit. Aber wenn ich es hier mache, muss ich nur noch selbst irgendwie darüber kommen. Und da habe ich auch keinen Plan, wie ich das hinbekommen soll. Ist das Ding jetzt drüben? Wie es aussieht. Ja, das Ding ist drüben, aber wie komme ich jetzt darüber? Das ist die nächste Frage. Vor allem sieht das kacke aus. So gut. Sieht immer noch doof aus, aber... Gut. So. Jetzt bitte nächster Schritt, der mir nicht verheimlicht bleiben sollte. Ich könnte es probieren. Was habe ich? Warum bin ich da nicht durchgeflogen? Ich verstehe es noch nicht. Okay, also wenn ich irgendeine Taste gedrückt halte, dann fliege ich weiter. Okay, ich muss da durch. Und dann da oben. Ach, ich will das die ganze Zeit. Ah. Ich glaube zwar nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss war. Und dass das so ganz stimmt, aber, also wie ich das jetzt gemacht habe, aber es hat funktioniert. Solange es funktioniert, ist alles gut. Komm. Oh, sorry, sorry. Natürlich wieder. So, und jetzt, wie komme ich dort hoch? Muss ich jetzt wieder so ein komisches Manöver machen? Was auch immer das war. Ach, ich weiß, was das war. Ist ja auch sehr schön, wenn man so etwas... Natürlich. Ich bin ein Egoist, oder wie, oder was, oder wo, oder warum. Na, komm. Jetzt habe ich die besten Chancen gehabt. Ich schieße immer zu spät. Komm, jetzt aber. Also. Alter. Ich brauche immer viel zu lang. Um zu zielen, jetzt schieße ich einfach mal blind drauf los. Irgendwann wird es schon funktionieren. Hey, Alter. Jetzt aber, komm. Endlich. Das war eine schwere Geburt. Ich habe über unsere Situation nachgedacht und die optimale Lösung für einen von uns gefunden. Wie geht das? Ich will da irgendwie off gehen. Was? Nein? Wie geht man da auf? Das habe ich noch nie gemacht. Hm.
Offline. So geht das. So kann man das, hoffe ich doch mal, ausschalten, denn ich wollte eigentlich mit Steam Offline spielen, aber gut. Gut, jetzt sind auch zwei Folgen schon rum und jetzt geht's auch gleich weiter.